Also jetzt mal, regionale Banken haben ihr Standbein vor allem in der regionalen Verwurzelung. Durch die digitale Verlagerung geht dieser regionale Aspekt aber ja nach und nach ein Stück weit verloren. Wie wollen Sie die Kundenbindung trotzdem aufrechterhalten und diese regionalen Vorteile weiterspielen? Ich glaube, dass Digitalisierung die Regionalität ein Stück weit unterstützen kann. Wir nutzen Digitalisierung, um noch näher an den Kunden zu kommen. Wenn man Mauern und Filialen als heutigen Standard sieht, dann mit Digitalisierung und digitalen Medien bin ich ja direkt am Kunden, bin ich in der App, bin ich in der Brusttasche. Also ich sehe das Thema als weitere Chance, uns zu verankern, zu positionieren. Und wir müssen allerdings diese Medien nutzen. Banken haben gegenüber Fintech-Unternehmen ja einen Vorteil, den holistischen Ansatz bezüglich des Bankgeschäfts. Wird dieser Vorteil denn auch schon ausreichend genutzt? Also welche Rolle spielt der Mensch bei allem Technischen, was auf uns zukommt? Der Mensch spielt für uns die wichtigste Rolle. Bei aller Technik, Technik kann immer unterstützen, aber wir sind ein Geschäft, in dem Menschen mit Menschen umgehen. Und wir achten sehr darauf, dass Menschen entsprechend begeistert sind von Beziehungen, von Gesprächen mit Menschen. Holistischer Ansatz ist richtig. Solange die Produktnutzungen nicht zu 100% bei uns sind, solange wir Marktanteile haben, die steigerungsfähig sind, glaube ich, tun wir gut daran, uns so zu positionieren, dass die Kundenbeziehungen gesichert, ausgebaut und aufgebaut werden. Und da gibt es einfach als Regionalbank eine wunderbare Betätigung in einer ganzheitlichen Beratung, die eigentlich schon lange unser Metier ist. Sie haben gerade ein Stichwort genannt, regionale Banken. Jetzt haben wir 2 Tage Tagung regionale Banken hinter uns. Ein kurzes Resümee Ihrerseits? Ich bin seit geraumer Zeit immer wieder an den Tagungen des Handelsplatzes Euroforums dabei anwesend. Für mich sehr wohltuend, übergreifend, gruppenübergreifend Ideen, Anregungen zu bekommen. Und so das ein oder andere nehme ich gerne mit und nehme ich gerne mit nach Hause, auch jetzt aus der heutigen Veranstaltung. Es sind ein paar Ideen dabei, die wir sicherlich dann nächste Woche oder in 14 Tagen diskutieren werden. Vielen herzlichen Dank.